Hallo und herzlich willkommen zurück zu Civilization 6 Gathering Storm. Heute geht's Kapiti an den Kragen. Eine der letzten, wenn auch nicht die letzte Stadt der Maori. So, wir rücken mal ein bisschen vor hier mit unserem Chor. Immer daran zu erkennen, dass zwei Sterne drüber sind. Das heißt, es sind zwei verbundene Einheiten. Die anderen Einheiten hatten wir alle schon bewegt. Die Fregatte auch. Dann können wir jetzt hier uns noch dorthin stellen. Aber ich glaube, dass wir den Belagerungsstatus nicht so ohne weiteres hinkriegen. Vielleicht, wenn wir mit dem Schiff noch von dieser Seite kommen und die Feldkanone hier rüberstellen. Mal schauen. Aber auch sonst, denke ich mal, kriegen wir die Stadt schon irgendwie erobert. Schauen wir mal. So, die, diese Feldkanone sollte eigentlich unterstützen. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, wir kriegen es auch so hin. Ich würde allerdings gegen die Azteken gerne so ein bisschen absichern. Darum schicke ich die dort mal rüber. Ich habe nämlich so ein ungutes Gefühl, dass die auch bald, ja, loslegen könnten. Und den Janitscharen hier stelle ich dorthin. Der bleibt jetzt hier stehen. Den rücken wir nicht nach. Denn ein bisschen was möchte ich auch hier haben. Ist nur eine Einheit, ist lächerlich wenig. Aber gut, wir können auch bald in 4 Runden haben wir die Normbauteile und können hier Infanterie bauen. Das ist dann eine Verbesserung für die Janitscharen oder für die Musketierklasse. Okay, wahrscheinlich wegen Gaul, jawohl, alles klar. Eine Beförderungsklasse für die Musketierklasse. Und das ist gut, denn die Janitscharen hatten ihre goldene Zeit. Eine gemäßigte Flut abgeschwächt. Das ansteigende Wasser tritt über Wasser. Ja, scheint gar nicht zu passieren, wegen des Staudamms. Sehr schön. Das gefällt mir. Und jetzt wird's kritisch mit unserer Fregatte. Wenn wir sie jetzt befördern, wird's ein bisschen besser. Wir nehmen natürlich die Kampflinie. So, und der Freibeuter ist ein bisschen schwächer. Ja, das ist auch nicht ganz richtig. Die Nahkampfstärke ist wenig schwächer. Ja, doch insgesamt ist sie ein bisschen schwächer. Aber durchaus eine Gefahr für unsere einzelne Fregatte dort. Von daher mal gucken. So, ich bewege hier erstmal dorthin. Noch kein Belagerungszustand. Aber wir fangen an zu bombardieren. Das bringt ganz ordentlich was. So, aber die Janitscharen, oh, den können wir noch befördern. Das ist gut. Plus 1 Fortbewegung und kann Klippen erklimmen, ist schön. Plus 10 Kampfstärke bei Verteidigung gegen Fernangriffe finde ich allerdings auch nicht schlecht. Von daher nehmen wir das mal. So, und in... Ach ja, oh, habe ich ganz vergessen, euch zu sagen. Stimmt ja, in Stockholm hätte ich beinahe gesagt. Aber diese Stadt heißt jetzt Marmaris. Denn ich habe allen Städten, die wir erobert haben, türkische Namen gegeben. Wie sich das ja auch gehört. Und natürlich auch auf Wunsch von euch. Zumindest einer von euch hat in den Kommentaren gesagt, ich solle doch den Namen, den Städten anderen Namen geben, wenn ich es nicht aussprechen kann. Und darum gehen wir mal kurz drüber her. Das hier war Tehukianga Nui Akupe und das ist jetzt Bursa. Hier oben ist Itznik, das war Bologna. Hier ist Nargura Vaya, das ist Gaziantep. Oder Gaziantep, keine Ahnung. Ja, kann ich auch nicht richtig sprechen, aber Gaziantep kann ich auf jeden Fall deutlich besser sprechen. Malatya, Bergama, Marmaris und hier unten Mardin. Das ehemalige Jönköping oder so ähnlich. Und dieses hier Telmatek, ich weiß es nicht mehr. Das heißt jetzt Adana. So, die Umbenennung habe ich vor 2 Tagen gemacht und habe nicht mehr im Kopf, wie diese Stadt jetzt hieß. Auf jeden Fall sind alles türkische, echte türkische Städtenamen auch. Und ich habe mir noch eine weitere Liste gemacht mit 10, 12 Namen, falls wir weitere Städte erobern, die nicht türkisch sind. Und auch für den Fall, dass wenn wir jetzt eine Stadt irgendwo besiedeln, also siedeln sollten frisch, dass die dann einen Namen bekommt von einem, von denen, die wir jetzt hier vergeben haben. Dann habe ich noch ein paar Ausweichnamen. So, jetzt geht's aber weiter hier. Wir versuchen es mal. Ja, hier steht, dass das ein bedeutender Sieg ist. Das liegt daran, dass wir Fernkampf jetzt machen. Nee, das ist kein Fernkampf. Passiert gar nichts, wartet mal.
Hat die Fregatte keine Bewegungspunkte mehr? Tatsache, was ist denn da los? Ich habe doch mit der Fregatte noch gar nichts gemacht. Okay, Gaziantep baut die Kaserne. Der bleibt stehen. Die bleibt auch hier stehen. Die ziehen wir nicht näher zur Grenze, sonst werden die, obwohl die haben da oben ja auch was stehen. Ich finde, dann können wir ruhig auch mal Flagge zeigen und das Ding direkt vor der Tür stationieren. Ja, komm, wir schieben den noch hier hinterher. Bin ich ziemlich sicher, dass wir das nicht brauchen, aber gut. Adana. Adana hat den Kornspeicher gebaut. Hier haben wir... Boah, das dauert hier alles so lange, weil das noch so eine kleine Stadt ist. Egal, was wir bauen. Es ist ein furchtbar langes Projekt in jedem Fall. Können wir eigentlich mal einen Handwerker bauen? Hier gibt es noch einiges zu verbessern. Ja, ich denke, ein Handwerker macht Sinn. 24 Runden. Oh wei, oh wei. Na gut. Na gut. So, Dido ist richtig sauer. Natürlich, weil wir den Groll anderer auf uns gezogen haben. Also im Grunde... Also wenn ihr mich fragt, das System der Kriegstreiberei, das man hier so hochtrabend verbessert hat... Es fühlt sich nicht wie eine unmittelbare Verbesserung an. Oh, die Robe des Guru, die geben wir bestimmt nicht ab. Ich meine, vor allem nicht für so ein Schmu hier, kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, also das Kriegstreibersystem, das verbessert wurde oder geändert wurde und jetzt heißt das Ganze Groll und funktioniert ein bisschen anders. Naja, es fühlt sich genauso an wie vorher, von daher erkenne ich da nicht die deutliche Verbesserung, wie man sie gerne verkaufen möchte, glaube ich. Nun ja. So. Auf geht's. Ich denke, ja, die Verteidigung ist schon runter. Machen wir natürlich noch ein bisschen weiter. Aber ich habe so ein Gefühl, dass wir mit den Janitscharen angreifen könnten. Nee, das kostet mir noch zu viel. So, jetzt darf ich die Fregatte mal wieder bewegen. Ja, die hat sich natürlich jetzt kein Feind mehr. Wir können aber die Stadt bombardieren. Und das bringt nur ein bisschen was, aber immerhin. Immerhin. Nächste Runde. Noch zwei Runden bis zur Infanterie. Dann müssen wir Geld ausgeben. Oh, wir könnten einen Chor bilden mit der anderen Feldkanone. Ich bin großer Freund davon, Chors zu bilden. Weil die Chors eben deutlich besser sind. Schau mal, auf 70 gestiegen. Ich habe jetzt nicht mehr den Einzelwert. Können aber nachsehen. Normalerweise Fernkampfstärke 60, Nahkampfstärke 50. Und jetzt ist es 70 und 60. Gell, das macht also schon was aus. Leider können wir jetzt nicht mehr angreifen. Aber gut, nee, hatten wir eh schon gemacht. Das war nur die eine. So, jetzt kriegt unsere Fregatte wieder was ab. Ah, wir müssen die zurückziehen. So, was möchte denn Corvinus? Matthias Corvinus hätte gerne Öl von uns und diplomatische Gunst für Tee und Tabak. Ah, nein, danke. Das sagen jetzt auch immer alle irgendwie. Ihr werdet mir schon geben, was ich will, so oder so. Das hat mit ähnlichem Wortklang gerade auch schon Mansa Musa gesagt. Ich würde sagen, dass das schon fast eine Drohung ist. Und der Weltkongress kommt wieder zusammen. Und es gibt... Wow, oh, meine Güte. Vier. Drei Resolutionen und einen Wettkampf. Da bin ich gespannt, was das gleich ist. Erstmal schauen wir uns das hier an. So, plus 20% schnelleres Bevölkerungswachstum, aber minus 5 Loyalität pro Runde in Städten dieses Spielers. Oh, weia. Plus 5 Loyalität, aber minus 20 Bevölkerungswachstum. Ich glaube... Boah, das ist natürlich jetzt... Weniger Loyalität.
Da profitieren wir eigentlich nirgendwo von. Die Frage ist, ob wir 5 Loyalität weniger vertragen können. Und ich glaube, dass wir das können. Aber ohne Gewehr. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach. Weil schnelleres Bevölkerungswachstum, das hätte ich gerne. Und ich gebe dem mal 4 Stimmen. Das ist nicht so viel. Aber vielleicht reicht es ja. Und ich glaube, dass wir auf 5 Loyalität verzichten können. Wir haben kaum äußeren Einfluss mehr. So, globaler Energievertrag. Die Produktion dieses Gebäudetyps, echten. Kupe bevorzugt das. Oder 50% Nachlass bei der Produktion von Gebäuden dieses Typs. Boah, das ist übel. Da will ich eigentlich gar nichts von. Finde ich beides doof. Was für Gebäude kann man denn ächten? Aha, okay. Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke, Ölkraftwerke. Wir fangen ja gerade mal mit Kohlekraftwerken an. Ich persönlich bin übrigens Verfechter von Atomkraftwerken. Ich halte das Ganze für eine gute Sache. Und daher würde ich sagen, eher die Kohlekraft zu ächten. Aber da wir die gerade eben benutzen, kann man es nicht machen. Kriege ich denn jetzt meine Stimmen da wieder raus? Wie kann ich das nicht mehr rückgängig machen? Das muss ich doch noch rückgängig machen können. Ach ja, hier, wenn ich hier eine Stimme setze. 50% Nachlass für Atomkraftwerk. Das können wir erstmal machen mit einer Stimme. Das wird dann eh nix. Ja gut, aber es könnte natürlich sein, dass es dann die coole Kraftwerk hier oben wird. Ah, komm, gehen wir nochmal 3. Nochmal 4 Stimmen. Ah, das ist so teuer. Machen wir 3, komm. Das ist mir nicht so wichtig. Ächtung. Ächtung. Heißt das, dass die dann nicht mehr eingesetzt werden dürfen oder dass es nur ein Diplomatie-Abzug, ein Malus gibt? Gute Frage. Diplomatie-Sieg. Der gewählte Spieler erhält 2 Diplomatie-Siegpunkte. Ja, ganz klar. Da müssen wir relativ teuer investieren. Denn ich sage es mal so. Das ist schon nicht schlecht. So. Und dann haben wir hier den Wettkampf, die Weltausstellung. Welche Nation hat die größten kreativen Geister und Erfinder? Lasst uns herausfinden, wer die hellsten Köpfe hat. Erhaltet Punkte durch große Persönlichkeitspunkte pro generieren. Okay. Was können wir hier machen? Stimmt gegen diese Diskussion? Oder dafür? Ich glaube nicht, dass wir so gut im große Persönlichkeitspunkte generieren sind. Schwierig. Ich bin dagegen. Mit 3 Stimmen. Das ist dann nicht so teuer. Wir geben ganz schön was aus hier. Schauen wir mal. Wir reichen das ein. Und schauen uns die Ergebnisse an. Angenommen. Ja, das Ganze hat sich Wilfried Laurier gesichert. Aber ob er da auch selber für gestimmt hat, ist die Frage. Ja. Hat sich selbst gewählt mit 7 Stimmen. Corvinus hat ebenfalls mit 7 Stimmen für Laurier gestimmt. Okay. Na gut, okay. Dann haben wir hier das Energieding. Kohlekraftwerk ist geächtet. Ernsthaft? Wer war denn so bescheuert? Alle. Ja, ob das schlau war? Eigentlich ist das ziemlich doof. Sie müssen es doch selber bald verwenden. Ist ja nicht so, dass sie Kohlekraft überspringen können und direkt zur Atomkraft gehen können. So, was haben wir da noch? 2 Diplomatie-Siegpunkte. Oh, wir haben 2 Diplomatie-Siegpunkte bekommen. Mit 6 Stimmen eindeutig. Ja, wunderbar. Das finde ich gut. Süleyman, wir haben 2 Diplomatie-Siegpunkte. Und Weltausstellung ist angenommen worden. 10 waren dafür. 10 Stimmen dafür, besser gesagt. 3 dagegen, ja. Ich bin der Einzige mit Gegenstimmen.
Okay, dann schauen wir mal. Wir müssen unsere Fregatte erstmal wegziehen. Ein bisschen reparieren lassen, denn die hält so keinem Feuergefecht mehr stand. Wir müssen wieder hier rüber. Obwohl, wir kriegen es ja eh nicht richtig belagert, von daher ist es eigentlich wurscht. So, und jetzt... Jetzt können wir, glaube ich, mal... Ja, jetzt gehen wir mit den Janitscharen rein. Ja, ich bin noch nicht fertig da oben, danke sehr. Jetzt holen wir uns die Stadt. So schnell geht's. Behalten wir. Eins, zwei, drei. Kommt der eh nicht dran. Wird also eh bald unser Feld sein. Muss ich nicht kaufen. Lohnt sich jetzt nicht so sehr. Gut, das ist Kapiti gewesen. Kapiti bekommt auch einen neuen Namen. Das Ganze geht hier oben. Und ich schaue mal kurz auf meine Liste. Und was habe ich hier stehen? Was ist denn schön? Na, nehmen wir das hier. Tokat. Muss ich streichen. So, okay. Kapiti heißt nun Tokat. Die Einheit bleibt hier stehen. In Marmaris bauen wir die Waffenkammer. Und in Tokat reparieren wir erstmal den Kornspeicher. Ich durchschaue eure zuckersüßen Worte und eure Art, euch Sympathie zu erschleichen. Ihr wollt die ultimative Macht erlangen und am liebsten wäre es euch, wenn die anderen Nationen sie euch freiwillig geben. Da muss man der Dido ausgesprochenen Scharfsinn zusprechen. Das ist nicht ganz falsch, was sie sagt. Eroberungssieg fände ich jetzt schon nicht verkehrt. Können wir, denke ich, auch ganz gut erreichen. N'êtes-vous pas sensible au malheur des autres? Gut. Das Wort zum Sonntag. So, die Entdeckung der Normbauteile läutet für uns den Beginn der Moderne. Viele von uns sorgen sich mehr um unsere Automobile. Und jetzt können wir die Infanterie ausbilden. Außerdem haben wir noch die Urbanisierung dabei. Auch das Hässliche. Öffentliches Transportwesen, 100 Gold pro Anziehungskraft eines Geländes, wenn ihr eine Farm durch einen Wohnviertelbezirk ersetzt. Okay, Militärforschung, Wohnviertel. Wir belassen es aber erstmal bei den Dingen, die da sind und stationieren unsere Bombarde mal, ja, warum denn nicht hier? So, was, schon wieder? Natürlich. Ach, Stadtstaatnotfall. Ich dachte schon. Pachakutek hat Antanan schon wieder. Nee. Will ich nicht. So, wir können die ersten Einheiten verbessern zur Infanterie. Wir fangen hier mit dem Janitscharenkorps an. Der kostet 470 Gold und erfordert ein Öl. Beim Öl schauen wir mal, wir haben 18. Das ist eine Level 3 Einheit oder Level 3 Korps. Von daher ganz klar Beförderung, 2 Zeitalterpunkte. Und die erste Infanterie, die wir jetzt leider nicht sehen können, aber keine Sorge, wir machen diese hier gleich hinterher. Und dann können wir sie auch mal sehen. So sieht sie aus, falls ihr sie noch nicht kennt. Das ist die Infanterie. Sehr schön. Jetzt muss man eben durchgehen durch alle Janitscharen. Es gibt scheinbar eine Möglichkeit, dass man
irgendwo alle Einheiten sieht. Ich wusste das auch mal. Einheit benennen. Oh, es gab eine Möglichkeit, ja. Aber ich weiß sie nicht. Das kommt öfter vor. So, machen wir es von Hand. Ja, die Kanone. Wir bombardieren natürlich da noch weiter. Ja, gut, dass das Ding gesenkt, versenkt wurde, weil hier ist dummerweise noch ein Schiff gewesen und ich habe hier ja die Bombarde aufs Wasser geschickt. Ist dann immer ein bisschen gefährlich. So, der kommt jetzt zurück. Dann kann der hier heilen. Und da ist die nächste Fregatte fertig. Sehr schön. Die andere haben wir ja schon. Was will denn hier der General von Mansa Musa? Ist nicht so wichtig. Wir werden auch mit diesem Schiff automatisch erkunden. Und forschen dann weiter an... Ja, die Sanitäter. Grundsätzlich sehr sinnvoll. Die nehmen wir. Oper und Ballett. Verbrannte Erde oder Naturgeschichte. Nehmen wir die verbrannte Erde. Bauen wir ein Monument in Trabzon. Eine Schiffswerft in Mardin. In Bursa. Die Wassermühle Moment, Reis und Weizen haben wir hier einmal. Aber es gibt generell auch was dazu, nämlich noch plus 1 Nahrung, plus 1 Produktion. Von daher, komm, bauen wir hier noch die Wassermühle. Da können wir außerdem noch einen Janitscharen upgraden. Und wir können Gesandte schicken. Wir sind immer noch souverän bei Maskat, Cahokia und Hongkong und wir würden uns gern an Babylon annähern. Von daher schicke ich dort meine neuen Gesandten hin. Und dann geht's weiter in die nächste Runde. Und Dido macht einen Vorschlag. Alle wollen meine Robo des Guru haben, die möchte ich aber behalten. Derartige Stücke sind auch zu wertvoll, um sie einfach so abzugeben. Meine Meinung. Da ist die Sondersitzung des Weltkongresses. Schauen wir mal. Militär, ja natürlich, bei mir kommen sie wieder an. Ich muss natürlich wieder hinhalten. Es ist für Kapiti. Heißt ja gar nicht Kapiti. Wir machen mal teure 5 Stimmen dagegen. Jetzt bin ich gespannt. Abgelehnt. Okay, 8 dagegen Stimmen. Wer war noch dagegen? Mansa Musa, Matthias Corvinus und Paczakutek. Oh, Paczakutek. Cooper war dafür. Ja klar, war Cooper dafür. Sehr schön. So. Die Infanterie zieht raus. Die zieht rein und bleibt. Und die Infanterie zieht... Ja... Hier nach Iznik. Aber bitte durchs Meer. Durch den See, besser gesagt. So, und in Edirne bauen wir dann... Da müssen wir eben schauen. Wir brauchen noch so einen Militärpionier. Denn damit können wir Eisenbahn bauen. Damit wir hier unsere Städte untereinander besser verbinden können. Für den schnelleren Transport von Einheiten hauptsächlich. Und das treiben wir so ein bisschen voran. Bauen wir auch hier noch einen. Den kann ich nicht überall ausbilden. Den kann ich nur ausbilden, wo ein Lager ist. Hier ist aber Kohle und wir müssen hier eine Mine errichten. Darum bauen wir hier mal einen normalen Handwerker. Und hier, hier gehört eine Mine hin, da muss was repariert werden. Da könnten wir auch noch was bauen. Machen wir noch einen zweiten Handwerker hier in Tokat.
Obwohl Tukat kann eigentlich auch noch, ja, bestimmt noch da oben was zum Reparieren. Nee, ist alles gut. Dann lassen wir es so. So, die Bombarde. Moment, der geht hier hin. Und die, ja. Die Bombarde geht dann hier hin erstmal. Wir ziehen sie zur Grenze. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gleich Pachakutik angreifen will. Aber es kann halt passieren. So, was hier mit den Berber-Korsaren? Der ist endlich da. Das hat lange gedauert. Den haben wir von ganz unten hochgeschickt. Und jetzt wollen wir hier ein bisschen weiter erkunden. Fahren wir erstmal dieses Stück und dann geht's da gleich weiter. So, die Bombarde lassen wir erstmal reparieren. So, 20 Pferd und 30 diplomatische Gunst. Für offene Grenzen, Silber. Nee, ich gebe jetzt keine diplomatische Gunst mehr ab. Ich lasse mir gerne diplomatische Gunst geben, denn es, ja, man merkt, dass sie wichtiger wird, um einfach bestimmte Dinge zu verhindern oder unbedingt durchzubringen. Von daher würde ich schon gucken, dass wir davon immer genug haben. Leptis Magna. Und wir können hier oben Gott sei Dank durchfahren. Das heißt, wir können endlich auch mal die andere Seite uns anschauen. Schon mal gut. Gaziantep. Machen wir die Waffenkammer. So, wir können noch keine Armeen bilden, soweit ich weiß. Nur Korps. Oder gehen Armeen auch schon? Hier haben wir zwei Korps. Wo könnten wir denn testen, ob wir eine Armee bauen können? Haben wir noch irgendwo... Da ist die Feldkanone... Ja, ich habe gerade sonst... Ach, hier ist noch ein Janitschar übrigens. So. Ja, ich glaube, Armeen können wir eh noch nicht. Gut. Die Bombarde bleibt jetzt... geht hier hin. Und bleibt dann dort stehen. Ankara. Ankara kann handeln. Jetzt würde ich gerne, glaube ich, mal was anderes machen. Und zwar schicke ich den Händler mal nach Tukat. Und dann helfen wir da ein bisschen mit der Produktion. Und hier kommen wir nicht mehr sehr weit, aber wir können mal reinschauen. Nee, okay. Alles dicht. Ja, da bauen wir in Marmaris jetzt noch einen Militärpionier. Da müsste es gehen, jawohl. Und in Ankara müsste es eigentlich auch gehen. Haben wir hier kein... Doch, wir haben doch hier ein Lager. Das wird wahrscheinlich erst eine Waffenkammer bauen. Itznik. Kaserne. Das wird dann im Falle eines Krieges auch interessant. Nein, danke. Denn wir haben ja hier bei Cajamarca. Eine Innovation in den letzten 200 Jahren hat mehr Leben gerettet und die Gesundheit verbessert als die sanitäre Revolution, die durch die Erfindung der Toilette ausgelöst wurde. So, Sanitäter können wir bauen, Parlamentsgebäude, Kanalisation und Stufenbrunnenmodernisierung plus ein Wohnraum. Okay. Ich verstehe nur Freundschaft oder verbrannte Erde. So, dann haben wir noch eine neue Ausrichtung, verbrannte Erde. So, den Händler bei Tukat, den möchte ich so schicken, dass wir Produktion dazu bekommen. Also wäre Edirne zum Beispiel ein gutes Ziel. Plus 4, machen wir das mal. So, und dieser Händler, den schicken wir nach Adana.
Denn da brauchen wir auch ein bisschen mehr Produktion. So, das sieht nach einer Engstelle aus jetzt. Und da kommen wir leider nicht durch. Illustre Namen, Biblos. Tja, wir haben für nichts das Heurika. Eine Kohlemine bauen, sind wir ja eigentlich dabei. Dann können wir die Artillerie bauen. Kohlemine kriegen wir bald. Die Raffinerie, dann haben wir Öl als Ressource. Wir haben es ja momentan nur durch den Einsatz einer großen Persönlichkeit bekommen. Ja, komm, wir gucken mal nach der Raffinerie. Mobilisierung. Expansionskrieg, genau das Richtige für uns. Ja, nehmen wir auch. Passt perfekt zum Spielstil. Also Bibliothek in Istanbul. Da haben wir gerade den Campus fertiggestellt, dann kommt da jetzt natürlich noch die Bibliothek hin. Also wir können wieder Gesandte schicken, die gehen nach Babylon. Da haben wir schon 5, er hat 8. Das heißt, wir laufen ihm langsam aber sicher den Rang dort ab. Echt am Überlegen, ob ich hier noch eine Stadt bauen soll. Ihr wagt euch in gefährliche Gewässer, indem ihr mit Stadtstaaten gemeinsame Sache macht. Überlasst sie uns. Nein, danke. Soll ich hier noch eine Stadt bauen? Was hätten wir von dieser Stadt? Die Oliven kriegen wir auch noch mit Istanbul rein. Hier ist ein bisschen Fisch, aber nichts Besonderes. Das hier sind nutzlose Felder für die neue Stadt. Also von daher, es ist zwar eine hässliche Lücke, aber es macht nicht Sinn, dort eine Stadt zu bauen. Lassen wir also sein. So, er möchte Frieden schließen. Er lässt von Tukat ab, gibt uns 40 Gold für 30 Runden. Meine Güte. Komm, ich weiß eh nicht, wo die letzte Stadt ist, von daher machen wir das mal. Ist das hier oben? Ja, da oben ist sie doch, wir sehen sie ja. ماذا فعلتم ليأخذ الله منكم تلك المكافأة؟ عودوا إلى طريق الصواب. So, hier ist die letzte Stadt. Oder warte, da ist eine Stadt. Motopuhuhe. Und der hat dann noch eine andere, weil gerade im Handelsfenster haben wir noch Wakahawahare oder sowas gesehen. Von daher hat er mindestens noch zwei Städte. So, von Adana auch für Produktion. Edirne ist ein guter Händler. Marmaris ist ein guter Händler. Gehen wir nach Marmaris. So, hier kommen wir leider nicht durch. Können wir machen, was wir wollen. Da oben geht es ja eh auch nicht durch. Wird hier zwar angezeigt, aber nur weil das da noch nicht bekannt ist. Dann würde ich dieses Schiff jetzt zerstören. Das brauche ich nicht mehr. So, weg damit. Möchte ich mich nicht mehr mit belasten. Dann können wir in Trabzon. Die Kanalisation. Wir bräuchten eigentlich mehr Wohnraum. Annehmlichkeiten sind dringend angesagt. Wohnraum plus 4. Plus 5 hier oben. Hier machen wir natürlich den Regenwald kaputt. Komm, wir bauen hier mal ein Wohnviertel. Ist dann auch das erste, was wir bauen. Und Trabzon als eine unserer Hafenstädte darf gerne auch noch ein bisschen wachsen. Ja, diejenigen unter uns mit einer starken Marine können ihren Willen auf der ganzen Welt durchsetzen. Denn wir sind die wahren Herrscher der Meere. Das, ja, da habe ich prinzipiell nichts gegen auszusetzen, gegen diese Aussage. Nur ist diese Karte leider so bescheiden, was Seefahrt angeht, weil man gar nicht wirklich überall hinkommt jederzeit. Schiffe, die hier auf diesem Meer sind, können nicht durch. Da müssen wir echt schon über Kanäle nachdenken. Müsste man also hier schauen, dass man hier einen Kanal baut. Ich habe ja ganz vergessen, dass die Inka hier unten eine neue Stadt haben, bei Huan Cambra. Die verlieren aber ihre Loyalität. In 18 Runden wird diese Stadt rebellieren. So, machen wir hier noch eine Marine raus. Und jetzt haben wir den Militärpionier. So, die erste Straße, die erste Eisenbahn. Zwei Bauaktionen. Boah. Ah, okay. Strecke bauen, Eisenbahn. Halt, Moment, was macht er denn jetzt?
Er weiß doch gar nicht, wohin. Okay, ich weiß jetzt nicht, welche Strecke er baut. Hätte ich vielleicht mal ein bisschen besser lesen sollen. Ja, was haben wir hier? Wohnraum ist gut, Annehmlichkeiten könnten hier mal einen Unterhaltungskomplex bauen, warum denn nicht? Tja, soll man hier bauen? Machen wir einfach mal. So, die Fregatte bleibt hier. Zur Sicherung unserer Interessen. Und dann würde ich sagen, warten wir noch eben auf den Anfang der nächsten Runde und dann sind wir mit dieser Folge auch am Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sind gar nicht in der Rundenberechnung. Passt, perfekt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Dr. Wolfsherz. Ciao.